Liebe Angehörige der FAU, liebe Studis, meine sehr verehrten Damen und Herren, die erste Semesterwoche dieses denkwürdigen Sommersemesters, und im Gedanken nenne ich es übrigens schon Corona-Semester, vergeht wie im Flug. Auch nach nunmehr 3 Tagen haben sich keine unüberwindbaren Hürden aufgetan, sodass ich weiterhin mit Optimismus in die kommenden Semesterwochen schaue. Auch das Feedback, das mich bislang von Seiten unserer Studis, aber auch unserer Lehrenden erreicht hat, ist rundum positiv. Und ich möchte deshalb diese allererste kleine Bilanz wieder einmal zum Anlass nehmen, um mich zu bedanken bei all jenen, die diesen doch insgesamt reibungsarmen Semesterstart möglich gemacht haben. Mein ganz besonderer Dank gilt unserem Team FAU Schnell Digital am Institut für Lerninnovation. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort arbeiten seit Wochen rund um die Uhr, um unsere Lehrenden bei der Digitalisierung ihrer Lehrveranstaltungen nicht nur zu beraten, sondern auch aktiv zu betreuen. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei unserem regionalen Rechenzentrum Erlangen. Dort ackern die Teams ebenfalls im Akkord, um die Infrastruktur auszubauen, aufrechtzuerhalten und bereitzustellen. Und gleichzeitig betreuen die Kolleginnen und Kollegen dort die technische Überholung und Ausgabe der Leihlaptops, die durch unsere Spendenaktion FAU for FAU für bedürftige Studierende abgegeben werden. Ein hoher Aufwand, den es in diesen ohnehin schon stressigen Zeiten zusätzlich zu stemmen gilt. Einer extrem hohen Arbeitsbelastung ist auch unser CIO Dr. Jürgen Kleinhöder ausgesetzt. Er kümmert sich um die Bereitstellung der Infrastruktur an Werkzeugen für die Online-Lehre, und er hat so viele kreative Lösungen erarbeitet und gefunden und so manch bürokratische Hürde genommen. Auch dafür gilt ihm mein ganz besonderer Dank. Bedanken möchte ich mich auch bei allen Beschäftigten in der Wissenschaft und Verwaltung, die mit allerhöchstem Engagement seit Wochen dafür arbeiten, dass der Laden läuft, wie man so schön sagt. Vom Gebäudemanagement über all jene, die jetzt direkte Anlaufstellen sind für unsere Studis mit ihren Fragen, etwa in der Abteilung für Lehre und Studium, bis hin zu den vielen Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt nicht alle explizit nennen kann. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Es macht mich in diesen Tagen immens stolz, Präsident unserer FAU sein zu dürfen. An allen Ecken und Enden unserer FAU ist die Solidarität zu spüren und dieser Spirit, den ich mir schon immer für die FAU gewünscht habe. Auch ein anderer Punkt macht mich heute stolz, dass wir als Universität mit einer starken Medizin, mit unserem Universitätsklinikum und unseren Partnerinnen und Partnern auch in der Medizinforschung einen Beitrag leisten können, dass unsere Gesellschaft dieses Virus in den Griff kriegt. Heute hat unser Klinikum in einer Pressekonferenz 3 Projekte vorgestellt, die uns Mut machen sollten. Ich will diese kurz ansprechen. Das eine kennen Sie schon, weil ich davon bereits berichtet habe. Der Transfusionsmediziner Professor Hackstein behandelt Corona-Patientinnen und Patienten mit Blutplasma, das aus Spenderblut bereits genesener Patientinnen und Patienten gewonnen werden kann. Nach den ersten Behandlungen zeigt sich, dass die Entzündungsparameter bei den Behandelten deutlich zurückgehen. Ein zweites Beispiel: einem Team um unseren Virologen Professor Überler, unseren Molekularimmunologen Professor Jeck und unseren Genetiker Professor Winkler ist es gelungen, einen Passivimpfstoff auf die Spur zu kommen. Passive Impfungen schützen zwar nur für einen gewissen Zeitraum, sie wären aber gerade zum Schutz von Risikogruppen oder medizinischem Personal ein erster Durchbruch. Auch hier ist der Weg bis hin zur Verfügbarkeit natürlich noch zu gehen, aber von einem Hoffnungsschimmer kann man auf jeden Fall sprechen. Und schließlich hat Professor Schett, Direktor unserer Klinik für Rheumatologie und Immunologie, Belege dafür gefunden, dass Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer Autoimmunerkrankung wie etwa Rheuma oder der Schuppenflechte mit bestimmten entzündungshemmenden Medikamenten behandelt werden und durch diese Therapie auch besser oder sogar ganz gegen das Coronavirus geschützt sind. Eine wichtige Erkenntnis für viele Menschen, die bislang eigentlich eher als besondere Risikogruppe galten.
Das dritte Thema, das ich ansprechen möchte und das mir und sicherlich auch vielen von Ihnen nach wie vor ein bisschen auf der Seele lastet, ist die in vielen Fällen immer noch nicht klare Situation beim Thema Prüfungen und Nachholprüfungen. Deswegen an dieser Stelle ein kurzes, wenn auch sicher nicht abschließendes Update. Gegenwärtig werden nun bereits in 3 Fakultäten Promotionsprüfungen digital durchgeführt. Die anderen beiden Fakultäten sind kurz davor. Auch mündliche Prüfungen für kleine Kohorten, die im Wintersemester ausgefallen sind, werden im Moment zum Teil bereits als Online-Prüfungen geplant. Ab dem 27. April 2020, also ab kommenden Montag, sind zwar Präsenzprüfungen unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich. Es gibt aber nach wie vor die klare Empfehlung, auf digitale Prüfungsformate auszuweichen. Bei den schriftlichen Prüfungen in größeren Kohorten scheint uns das allerdings problematisch, sodass wir im Moment versuchen, die räumlichen und auch sonstigen Voraussetzungen für Präsenzprüfungen zu schaffen. Nach wie vor haben wir keine neueren Informationen zu den schriftlichen Staatsprüfungen in den einzelnen Fächern. Und Prüfungen müssen generell mit mindestens 2 Wochen Vorlauf angekündigt werden. In einigen Fakultäten sind sogar 4 Wochen Vorlaufzeit vorgesehen. Ich weiß, für viele von Ihnen ist die Situation immer noch mit viel Unsicherheit behaftet, aber wie immer gilt, wir finden gemeinsam eine Lösung. Mag das Problem noch so schwierig sein. Und wir halten Sie selbstverständlich auf allen verfügbaren Kanälen weiterhin regelmäßig auf dem Laufenden. Und nun wünsche ich Ihnen eine gute und erfolgreiche Restwoche. Ich hoffe, die meisten von Ihnen können heute schon sagen, die Sache läuft. Bleiben Sie gesund.